Wenn ich dich aber richtig verstehe, dann heißt das jetzt aber nicht, dass ihr irgendwelche Märchen erzählt, so im klassischen Sinne von es war einmal. Korrekt. Denn darauf könnte man ja kommen. Das ist ja auch das, was man dann manchmal so hört in Gesprächen mit Unternehmern. Ja, Storytelling, das ist nichts für mich. Wir wollen ja unseren Kunden, egal jetzt Endkunde oder unternehmerischer Kunde, also im Business-to-Business-Bereich, wir Genau. wollen denen ja keine Märchen, wir wollen denen ja nicht einfach irgendeine Geschichte erzählen. Was genau unterscheidet dann das Storytelling, wie du, beziehungsweise wie man es in dem Fall betreibt, von dem typischen Märchen erzählen? Korrekt. Man ist kein Märchenerzähler. Es darf nicht sein, es war einmal, warum nicht? Weil da wäre man ja wieder beim Entertainment-Faktor. Und das passt nicht in den Business-Kontext, wo es wirklich geht um Mehrwerte schaffen. Wir hatten mal einen Fall, wo ich mitarbeiten durfte aus der Logistikbranche. Und dort wurde eine IT-Lösung angeboten für Logistikunternehmen. Und man kann anfangen im B2B-Bereich, dass man sagt, stell dir mal vor, du bist bei einer Präsentation oder bei einem Kundengespräch, dass man immer mit demselben Begriff, mit derselben Formel anfängt, dass man sagt, stellen Sie sich einmal die folgende Situation vor. Sie befinden sich oder wir alle, wir befinden uns bei einem Logistikunternehmen in der Führungsetage. Und wir gehen den Korridor entlang, es ist Dezember. Es ist die Zeit der Jahresabschlussbilanz. Hektisches Treiben links und rechts. Aber je weiter wir gehen, desto mehr verstummt das Geräusch und wir betreten langsam aber sicher das Büro des CEOs, des Geschäftsführers. Und er sitzt dort in seinem Büro mit einer versteinerten Miene und schaut auf einen Zettel mit dieser einen roten, hässlichen Zahl. 600 1.000 € Verlust nur durch Lademittel, also Paletten, Boxen, Containern, wo man Produkte draufpackt, damit sie verschifft werden können. 600.000 € Verlust pro Jahr nur durch den Verlust von Lademitteln, der nicht sein muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, kennen Sie diese Situation? Sie, die Sie auch Geschäftsführer in der Logistik sind, wenn Sie das kennen, dann werde ich Ihnen in den nächsten 15 Minuten zeigen, wie unsere IT-Lösung für Sie als Logistikunternehmen perfekt dazu gemacht ist, diese rote Zahl in eine grüne zu verwandeln. Das ist der Einstieg, den man wählen kann. Die ist emotional, die ist bezogen auf ein unternehmerisches Problem. So war die Zahl und dieser Case, dieser Business Case, der ist auch so Thema bei Logistikunternehmen, wie wir das erfahren haben. Und das ist ein hervorragender Einstieg, nicht nur, weil es emotional ist, sondern weil es das Publikum mit einbezieht. Wie ich es gesagt habe, liebe Logistik-CEOs, kennen Sie diese Situation? Wie fühlen Sie sich dabei? Dass man das Publikum wirklich abholt, dort, wo es ist, und somit Interesse generiert für das Thema, in dem Fall für das Produkt, was man anbieten möchte an genau diese CEOs. Muss ich aber dann doch nochmal fragen, weil so wie du es gerade geschildert hast, das klingt ja jetzt wirklich leicht. Ja, ich meine, da macht man so eine kleine Geschichte, das waren jetzt vielleicht 30 Sekunden dieser Einleitung. Das heißt also, man bucht dann so jemanden wie dich im Prinzip so eine halbe Beispielsweise. Stunde, du gibst dann so mal so einen kurzen Tipp und dann hat man im Prinzip seine Story. Ist es tatsächlich so oder was genau macht das dann eigentlich aus? Eine halbe Stunde ist es tatsächlich nicht. Es klingt immer einfach, weil es dann ein fertiges Produkt ist. In der Regel ist es so, wenn wir in ein Unternehmen reingehen, dann sitzen wir dort mit einer Expertenrunde. Beispielsweise mit dem CEO, mit dem Leiter Logistik, mit dem Leiter IT und jeder, der wichtig ist. Marketing ist in der Regel auch noch dabei, natürlich der Vertrieb. Und dann haben wir in der Regel Tage, die gehen volle 8 Stunden, in denen wir ganz genau schauen, warum existiert dieses Produkt, warum existiert diese Dienstleistung, welche Probleme, Schmerzen, Schnappschüsse, ne, zur Erinnerung, existieren, die rechtfertigen, dass es diese Lösung überhaupt gibt, sodass wir wirklich verstehen, mit was haben wir es hier zu tun. Das Logistikbeispiel ist ein hervorragendes. Das war der erste Eintaucher von mir in diese Welt der Logistik, war mir also komplett fremd. Deswegen auch wichtig, wie kann man hier Verständnis schaffen, auch auf der Storytelling-Seite. Und dann, wenn diese 8 Tage vorbei sind, idealerweise stehen dann die Problemzonen, die in Unternehmen aktuell bestehen und die das Produkt in dem Fall löst. Und dann schaut man sich an,
Okay, wie kann man aus diesen Problemzonen diesen Schnappschuss machen? Wer ist daran beteiligt? In welcher Situation taucht dieses Ganze denn eigentlich auf? In dem Fall war es gewesen bei den Lkw-Fahrern an der Laderampe, Ja. in der Buchhaltung und so weiter und so fort, sodass man dann so eine Episodengeschichte hat mit immer wieder neuen Schnappschüssen, die man unterfüttert mit Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist wichtig zu unterstreichen. Es ist nicht nur eine Geschichte. Es ist immer etwas, das mit einer Geschichte anfängt, um den emotionalen Spannungsbogen aufzubauen, dann einen kleinen Cut macht und sagt: So, jetzt haben Sie die Situation im Kopf und nun unterfüttern wir diese Situation mit Zahlen, Daten, Fakten. Hier haben wir eine kleine PowerPoint oder eine kleine Prezi vorbereitet zu diesem Punkt, zu dieser Episode, damit Sie ganz genau wissen, was denn eigentlich in Ihrem Unternehmen erstmal falsch läuft. Also es ist nicht so, dass diese Zahlen, Daten, Fakten sinnlos werden durch Storytelling. Korrekt. Eigentlich beides braucht man, um dann daraus ein rundes Erlebnis zu Korrekt. machen für denjenigen, der sich das Ganze dann anhört. Korrekt. Gibt es denn jetzt Grenzen für Storytelling? Irgendetwas, was man mit Storytelling nicht schafft? Was man nicht schafft, ist das Ersetzen von ZDF-Zahlen, Daten, Fakten. Das hat man uns sogar häufiger schon angetragen. Einmal war sogar ein Schauspieler ebenso aus derselben Branche kommen, zumindest so als Semiprofessioneller. Da hat gesagt: Super, ich bin ja schon bühnenerfahren. Da kann ich ja meinen ganzen Vertrieb, so wie ich ihn kenne, ja links liegen lassen. Ich erzähle ein kleines Geschichtle und dann passt es. Gerade eben nicht, weil Geschichten sind dazu da, den Zahlen, Daten, Fakten A, einen Kontext zu geben und B, einen Mehrwert in diese Zahlen und Daten und Statistiken zu bringen. Wenn das fehlt, der Kern, das Faktische, dann wozu braucht man Geschichten? Dann könnte eine Geschichte höchstens einen kleinen Entertainment-Wert geben, was aber wieder in einem B2B-Kontext Zeitverschwendung ist. Also Storytelling ist keine Abkürzung für: Ich kenne das Produkt nicht richtig, ach, ich versteh die Marketing-Flyer und Unterlagen nicht richtig, ich erzähle stattdessen eine kleine Geschichte. Das geht nicht, das ist so das eine. Und dann gibt es auch Menschen, die wollen einfach keine Geschichte hören. Das sind Ja, sehr klar. kopflastige Menschen, ist ja auch total in Ordnung. Was ihnen als Kunden oder als potenziellen Kunden eher liegt, hatten wir auch schon die Erfahrung gemacht, das war ein Mensch, der überhaupt nicht kreativ war in dem Sinn. Der wollte seine Zahlen haben, der wollte seine Fakten hören und alles, was nur ein bisschen nach links und nach rechts in Richtung Story ging, das war für ihn überhaupt nichts. Und dann muss man einfach anerkennen: Okay, wer will etwas von wem? Ne? Er ist der Kunde, er will es so haben. Super, dann ist eine Geschichte hier sinnlos und dann sollte man auch nicht etwas über das Knie brechen. Ich meine, man sagt ja auch immer nicht, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und wenn die es halt nicht wollen, das kennt man ja aus vielen Bereichen, nicht manche, die sind halt einfach perfekt mit Zahlen. Und wenn man denen dann versucht, irgendwie mit einer Geschichte zu kommen oder mit einer anderen Präsentation, muss ja gar nicht Geschichte sein, dann schalten die ab, weil es für die einfach nichts ist. Das ist irgendwie so Shishi, das gibt es so drumherum und das wollen sie halt einfach nicht. Ist auch völlig in Ordnung.